ich darf an dieser Stelle dann mich selbst vorstellen. Sonja Hetzner eben, ihr die Geschäftsführerin am ILI und seit 20 Jahren befasse ich mich einfach mit diesen Themen. Das ist vielleicht, so lange bin ich noch nicht am ILI wie seit 75, aber für diejenigen von Ihnen, die es nicht wissen, wir sind genau aus dieser Bewegung Open and Distance Education, Remote Teaching. Das waren sozusagen die Wurzeln unserer Arbeit und das hat uns natürlich jetzt auch in dieser Phase sehr viel unterstützt. Die Frage, und ich glaube, wir stehen alle auch nach wie vor dem, was ist eigentlich dieses Hybrid? Also es ist ein neuer Begriff. In meiner 20-jährigen Praxis in dem Bereich habe ich schon viele Begriffe einfach sehen können. Hybrid kommt jetzt auch. Und wie Sie auch in dem Bild sehen, ist immer die Frage, bringe ich zwei Welten zusammen? Und wie wir das auch aus der Automobilindustrie zum Beispiel wissen, ist es natürlich immer das Entscheidende, dass wir die Sachen sinnvoll miteinander kombinieren. Und deswegen so ein bisschen ein paar Hinweise zu diesen Begrifflichkeiten, die wir jetzt im Moment alle so einsetzen. Zu einem Hybrid steht natürlich einfach für diese Integration von E-Learning in traditionellen Lernmethoden. Das heißt, und da ist wirklich der Schwerpunkt auf das Thema integrieren, sinnvoll miteinander kombinieren. Man kann es auch im Kontext eines Miteinanderblenden zusammenbringen. Es geht darum, auch verschiedene Konzepte zusammenzubringen und das sind zu einem der Ort, wo Lernen stattfindet, ist es Präsenz online. Es ist auch der Zeitfaktor, ob wir das synchron und synchron können wir sowohl in der Präsenz, aber auch im Kontext von einer virtuellen Konferenz wie heute hier, asynchron und wie wir auch unsere Fachthemen, die theoretischen und die praktischen Anteile sinnvoll miteinander verzahnen. Das ist natürlich so, dass wir jetzt in dieser ganz speziellen Corona-Situation versuchen wir ihr Online- und Präsenzelemente einfach in diesen hybriden Lernarrangements entsprechend zu kombinieren. Und ich glaube, das ist so eine Kernbotschaft, die heute schon in der ersten Stunde überall war. Die didaktische Konzeption und einfach ist absolut entscheidend für das, was wir tun. Und es ist nicht einfach die technische Machbarkeit. Hybrid ist, ich habe in den letzten Monaten mit einigen gesprochen, es ist nicht einfach eine reine Aufzeichnen von etwas und es dann einfach in einem anderen Medium, auf einer anderen Plattform zur Verfügung zu stellen. Das reicht noch nicht aus und es ist einfach auch nicht, dass wir die Präsenzlehre zum Beispiel nochmal online stellen mittels einer Live-Übertragung. Das sind natürlich sehr hilfreiche Mittel, die wir hier nutzen können, aber das Hybride braucht einfach mehr in diesem Zusammenhang. Und wir sehen hier so ein bisschen eine Möglichkeit, wo wir so die digital unterstützte Lehre einordnen können. Und ich würde so dieses hybride Konzept genau sehr eng verzahnen mit dem Blended Learning Konzepte, die schon allgemein bekannt sind, wo wir sehr oft in der Online-Lehre zum Beispiel Theorien vermitteln, in der Präsenzlehre Übungen und Diskussionen einfach durchführen. Und auch ihr wird dieses Hybrid einfach, sollte davon oder ganz stark davon gewinnen, dass man ein Set an Tools zur Verfügung hat, aber auch das soziale Miteinander und die Diskussion und die Wissenskonstruktion miteinander vorantreiben will. Genau. Wenn wir einfach überlegen, was könnten so Grundkonzepte, die uns da inspirieren können, wie bewegen uns wir da weiter? Erstmal so was ganz basic, an dem wir uns in unserer Arbeit über ein Stück weit orientieren und dass ich sage, einfach, ich habe natürlich bestimmte Inhalte für ein bestimmtes Publikum zu transportieren. Ich bediene mich dabei von mediendidaktischen Konzepten, die mir dabei unterstützen, diese Inhalte einfach entsprechend zu transportieren
und die Technik ist ein Unterstützungswerkzeug in diesem Prozess. Das ist immer so dieses Dreieck, der uns immer in unserer Arbeit begleitet. Und wir haben schon im Vortrag von Claudia Schmidt und dann auch in dem Vortrag von Sveni Bedelier einfach gesehen, dass Lehre muss einfach entsprechend organisiert werden. Das heißt, hier in diesem ersten Bereich, wir müssen uns überlegen, wie organisiere ich meine Lehrveranstaltung? Wie aktiviere ich meine Studierenden? Wie kommuniziere ich mit ihnen? Und welche Art von Betreuungen brauchen sie? Und da gibt es natürlich zu einem, ich kann das direkt einfach synchron, zeitecht machen. Ich kann es natürlich asynchron in Form von Forums oder Intro-Videos oder auch über Publik machen von einem Zeitplan. Es gibt ganz viele verschiedene Methoden, aber wichtig ist, dass ich es mache, dass ich meine Lehre transparent mache. Ich habe nicht mehr diesen direkten Kontakt sehr oft in der Präsenzsituation, wo ich ganz klar und ganz schnell etwas ausgleichen kann. Eine fehlende Information einfach in dem Moment ad hoc einfach transportieren kann. Dann gibt es natürlich, Organisation ist wichtig, ich muss aber meine Inhalte entsprechend vermitteln und ich muss dafür Sorge tragen, dass eine gewisse Interaktion da ist, dass nicht eine reine Konsum von LAN-Inhalten einfach stattfindet, dass wir nicht so das Netflix des Lernens etablieren, sondern einfach, dass ich die Inhalte vermitteln und dass eine Interaktion entsprechend stattfindet. Gibt es eine ganze Reihe von Konzepten und es gibt eine ganze Reihe von Tools, die uns hierbei unterstützen können. Ich muss überlegen, wo gibt es die individuellen Lernphasen, wo ist Kollaboration entsprechend wichtig, einen ausgewogenen Mix an Methoden ist hier ganz, ganz entscheidend. Und dann, das ist jetzt keine Besonderheit der digitalen hybride Lehre, ist natürlich auch das Thema Prüfen. Wir werden gleich im Anschluss etwas mehr darüber reden oder hören und reden, wie das einfach hier funktionieren kann. Aber ist natürlich in diesen hybriden Konzepten kommen ganz neue Herausforderungen. Die klassische Prüfung hat durchaus manchmal Schwierigkeiten durchgeführt zu werden und da müssen wir auch neue Konzepte angehen, die auch zum Beispiel auch ein interaktives Video mit beinhalten können, formative E-Assessments, entsprechende E-Portfolios oder auch dann eine klassische E-Prüfung. Genau. Vielleicht einen kleinen Blick für all das, was wir tun. Können wir die also auch in drei Hauptbereiche organisieren, dass wir eben, ich produziere meinen Content, ich habe meinen Content zum Weitergeben, ich habe bestimmte Lernmethoden, die ich einsetzen kann und ich habe einfach dann entsprechend meine Learning Tools. Das ist so diese Mix, die wir benötigen, um hybride oder digitale Lehre einfach voranzutreiben. Und die gute Nachricht für all diejenigen, die an der FAU sind, ist, dass wir all diese Tools, die uns dabei unterstützen, eine ganze Reihe von Methoden zu machen, in eine Einzelplattform einfach integriert haben. Und ich bringe das hier auch, weil uns aufgefallen ist, in eine ganze Reihe von Beratungsgesprächen, dass das nicht sehr oft bekannt ist. Es ist nicht bekannt, dass zum Beispiel die Tools von Studon entsprechend schon Hinweise geben, wofür ich sie nutzen kann. Für die Kommunikation und Kooperation, für die Produktion von Lerninhalten, für die Assessment bzw. für die Evaluation oder Prüfen des Wissens und auch eine Reihe von Feedback-Möglichkeiten da sind. Es ist einfach wichtig, wenn Sie Ihre Lehre weiterentwickeln wollen, wenn Sie einfach neue Dinge ausprobieren wollen, dass Sie sich in der Tat mit diesen Tools auch auseinandersetzen. Und es gibt auch die Möglichkeit, natürlich externe Inhalte einzubinden, sowohl jetzt
Videos, die wir produzieren oder anderen Lernmodule von anderen mit anderen Tools produziert, aber auch zum Beispiel Learn-Apps kann ich einfach in Studon relativ gut integrieren. Diese Möglichkeit ist vielleicht den einen oder anderen nicht so bekannt. Zu all diesen Fragen, also es gibt eine ganze Reihe von Schulungsangebote vom Studon-Team. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie uns direkt zu speziellen Themen einfach anfragen, eine Mail schreiben und wir versuchen, die ganze Information zusammenzutragen. Aber es gibt auch die Möglichkeit des Selbstlernens und zwar auf der Seite fau-digitale-lehre.de finden Sie zu all diesen Tools auch entsprechend Erläuterungen und Beispiele. Und die Farbkodierung, die Sie hier sehen, die entspricht auch die Aufteilung, die Sie auch in Studon finden. Das heißt, ich habe hier den Medienproduktionsbereich, ich habe hier den Bereich Interaktion, ich habe hier den Bereich Kooperation und dann natürlich Prüfen und Evaluieren. Also Farben haben hier mediendidaktisch eine Bedeutung. Genau. Jetzt stellt sich die Frage, das sind lauter Tools, wir haben Inhalte zu vermitteln. Was gibt es so für Methoden, Konzepte, Ideen, die uns im Alltag unterstützen können, unsere Lehre entsprechend zu organisieren? Und ich habe Ihnen drei Beispiele mitgebracht von Dingen, die wir machen können und relativ gut online oder auch in Kombination online und Präsenz einsetzen können. Ich fange mit Action Learning. Das ist vielleicht den einen oder anderen schon ziemlich bekannt. Es ist kein neues Konzept. Es ist schon unter dem Namen aus der 80er Jahre bekannt. Und es ist insbesondere entwickelt worden, um Theorie und Praxis miteinander sinnvoll zu verzahnen. Und hier geht es einfach darum, ich kann zunächst mein Wissen, also meine Theorie sozusagen vermitteln. Ich kann mich davon natürlich von einer klassischen Vorlesung bedienen oder einen Vortrag, aber ich kann natürlich im digitalen Bereich auch Lernmodule, MOOCs, sowohl eigene als auch von anderen. Ich kann aus der großen Portfolio von der Virtuelle Hochschule Bayern zum Beispiel mich bedienen und diese Inhalte für meine Lehre auch mitnutzen. Hier wird erstmal die Theorie vermittelt. Notwendig ist, dass wir das Ganze assoziieren mit Sitzungen, wo einfach eine Reflexion stattfindet. Und da ist wichtig, Sie sind ja der Lehrende und das Digitale wird Sie niemals ersetzen, denn es ist absolut notwendig, dass Sie Ihr Wissen, Erfahrungen, die Art und Weise, wie Sie auf bestimmten Theorien blicken und welche Implikationen daraus resultieren für die Praxis, dass Sie selber diese Botschaft einfach Ihren Studierenden mitteilen. Das ist extrem wichtig in diesem Lernprozess, dass dieser Austausch stattfindet. Deswegen rein ein Skript, ein Lernmodul zur Verfügung stellen, ist nicht ausreichend. Wir müssen miteinander reden, reflektieren und voneinander lernen. In einem nächsten Schritt ist jetzt die Möglichkeit, dass ich eine bestimmte Problemstellung habe. Es gibt eine konkrete Frage, ein konkretes Problem, das zu lösen ist. Hier können die Studierenden einfach individuell oder in kleinen Gruppen, die Gruppenarbeit ist durchaus besser geeignet, einfach diese Fragestellung versuchen zu lösen. Die Theorie, die Erfahrungen fließen jetzt in eine Praxisarbeit. Und anschließend ist erneut Zeit zum Reflektieren. Wie hat das funktioniert? Wie könnte man einfach diese theoretischen Modelle in die Praxis einsetzen? Lässt sich das 1:1 übertragen? Was sind so die Kernfragen und die Lessons learned, die daraus resultieren? Das ist, denke ich, für einige Fächer eine ganz einfache Art, diese ganze Aktivierung einfach voranzutreiben. Wir können es auch, Moment, doch, so ein
möglichen Plan. Ich glaube, mein Computer hängt jetzt hier ein bisschen, ist langsam. Schauen wir mal, wo es noch kommt. Genau. Das heißt, ihr wäre so eine Möglichkeit, wie Sie das organisieren können. Sie haben in der ersten Phase, in der ersten Woche, Sie begrüßen, es gibt ein Intro, es gibt dieses In-Kontakt-Treten miteinander, ein Kickoff auf Zoom, Sie bauen einfach diesen, die Kommunikationsaspekt schon. Sie können vielleicht ein Self-Assessment noch anbieten, damit jeder weiß, wo steht er auf dem Gebiet. Dann können Sie in eine zweite Phase, gibt es einfach diese Möglichkeit, die Theorie anzugehen, sowohl im Selbststudium mit Unterstützung eines MOOCs oder weiteres, oder und dann die Reflexionsphase in eine angeleitete Präsentation. Und dann könnt ihr einfach in einen zweiten Teil des Semesters dann die Praxisaufgabe einfach anstehen, in Gruppenaufgaben, wo man sich auch ganz gut mit Unterstützung von bestimmten Tools organisieren kann oder gemeinsam arbeiten kann in einem Wiki und entsprechend im Anschluss eine oder währenddessen eine angeleitete Diskussion zu haben. Wie ist euch die Frage gelungen? Wie können wir das machen? Und das alles ist relativ einfach zu realisieren in ein Online- oder in ein Hybridkonzept aus Präsenz- und Online-Lehre. Das war mein erstes Beispiel. Und das zweite, und wir haben heute hier schon ein bisschen diskutiert, auch wie die Interaktion notwendig ist, wie notwendig ist, dass die Studierenden begleitet werden und unterstützt werden. Und vielleicht kennt der eine oder andere schon das Konzept des Scaffoldings, des Gerüstbauen um ein Lernende. Und ich denke, das ist ein ganz spannendes Bild, um sich die digitale Lehre oder Remote Teaching einfach entsprechend vorzustellen. Das heißt, am Anfang habe ich ganz klar, baue ich ein Unterstützungsgerüst um meine Studierende. Ich trete in Kontakt, ich kläre auf, wie das Semester einfach stattfinden wird, was erwarte ich. Ich schaffe einfach eine Klarheit über das, was ich von Ihnen einfordere. Und im Laufe des Semesters, und wenn die Basis da gut bestellt ist, kann ich nach und nach dieses Gerüst abbauen und kann nach und nach einfach die Studierenden einfach etwas mehr allein lassen, dass sie im Selbststudium besser zurechtkommen. Und es gibt ein ganz interessantes Modell, das genau diese Grundidee des Scaffoldings einfach einbettet. Und es ist das Fünf-Stufen-Modell von der Professorin Jillie Salmon, die in Australien lehrt. Und da geht es darum, dass man in so einem bestimmten Zeit oder von Anfang an in einer Veranstaltung einen Stufenprozess durchläuft mit dem Ziel, dass am Ende eine Entwicklung von Fach-, aber auch Lernkompetenzen steht. Wir können das ganz kurz in Einzelnen gehen und davor noch eine kurze Information. In diesem Konzept ist der Lehrende nicht einfach nur ein der Lehrende hat ein die Rolle eher eines Facilitators. Das heißt, es ist jemand, der Lernen begleitet und Lernen ermöglicht. Und in diesem Konzept ist der Lehrende, der organisiert, der kommuniziert, der begleitet, der vermittelt natürlich auch, der bewertet, aber der moderiert auch und motiviert. Und das sind diese Aspekte, die wir alle festgestellt haben, in so ein reines Online-Semester und ist es tatsächlich manchmal schwierig, dass die Studierenden von Anfang an bis Ende motiviert bleiben. Diese teilweise soziale Isolation führt dazu, dass man immer weiter weg von dem Studium geht. Genau, die einzelnen Stufen ganz schnell. Sie starten einfach am Anfang mit diesem Check-in, ankommen bei der Lehrveranstaltung, Zugang schaffen, erklären und die Motivation, die Basis für die Motivation bereitstellen.
In einem zweiten Schritt geht es einfach darum, dieses Aktivieren, dieses in Kontakt treten miteinander, die Online-Sozialisation. Sie können sich auf Zoom treffen und nicht gleich das Vermitteln von Inhalten anfangen, aber erstmal ein Stück weit kennenlernen oder Gruppenarbeit befördern, dass man einfach miteinander in Kontakt tritt. In eine dritte Stufe geht es hier darum, dass sich tatsächlich Informationsaustausch einfach voranbringt zwischen den Studierenden untereinander, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, auch untereinander sich auszutauschen. Das heißt, Sie als Lehrende gehen schon jetzt ein bisschen zurück. Also das Gerüst wird schon ein kleines bisschen abgebaut. Und irgendwann sind wir einfach in der Phase, wo einfach ein gewisses Vertrauen da ist und wo einfach diesen Prozess der Wissenskonstruktion, das heißt, dass man miteinander lernt, miteinander sich austauscht, Dinge liest, vertieft, diskutiert, Probleme löst, das ist dann wesentlich einfacher zu schaffen, weil ich diese Basis schon mal bestellt habe. Und man kennt sich, man vertraut sich und man ist bereit, miteinander gemeinsam zu lernen. Und natürlich, und das ist immer so ein sehr hohes Ziel, dass wir nicht einfach Wissen vermitteln, aber dass diejenigen entsprechend Kompetenz aufbauen. Und das ist auch in Gruppenreflexionen, ist in kritischen Denken auch hier eine ganz gute Garant, dass wir es können. In all diesen Phasen findet natürlich Lernen statt. Das ist hier natürlich auch die Seitkomponente und die Interaktion nimmt entsprechend zu, während Sie als Facilitator sozusagen sich ein Stück weit zurücknehmen können in diesem Prozess. Genau. Das kann so in der Praxis ein bisschen so, ich habe hier ein Beispiel gemacht, so aussehen. Wir starten einfach mit Begrüßungselemente, wir haben Intro-Videos, stellen einen Kalender bereit und weitere Elementen. Wir haben einfach in dieser zweiten Phase das Aktivieren, wir haben bestimmte Gewöhnungsübungen. Wir machen vielleicht eine kleine Tour durch den Kurs, um klarzustellen, was für Elemente sind da, wo finde ich meine Skripten, wie kommunizieren wir, wie tauschen wir uns aus. In der dritten Stufe steht dann natürlich die Inhalte dann im Mittelpunkt, welche Skripten, Lernvideos, Vorlesungsaufzeichnungen sind da. Ich kann da dann bestimmte Self-Assessments einfach integrieren, sodass jeder auch immer wieder überprüfen kann, wo er gerade steht. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Methoden und Tools, die ich einsetzen kann, um diese Stufen einfach Stück für Stück voranzugehen. Und natürlich in dem vierten und fünften Bereich stehen diese entsprechend auch zur Verfügung. Online diskutieren, miteinander gemeinsam lernen, einfach eine Gruppe bilden, die gemeinsam ein bestimmtes Thema bearbeitet, ist hier ganz, ganz entscheidend. Drei Sachen habe ich mitgebracht. Jetzt sind wir beim dritten und ich möchte Ihnen ganz kurz noch das ABC Learning Design Methode einfach kurz vorstellen. Das ist eine Methode, das ist wie so ein Sprint Design. Also normalerweise macht man das in kleinen Workshops. Das kann man für einen bestimmten Studiengang oder für einen bestimmten Fach machen. Und in diesen Sprint Designs versucht man ganz schnell die traditionelle Lehre teilweise oder vollständig in ein Online-Konzept umzustellen. In der Regel kommt dabei raus eher eine Kombination aus Präsenzlehre, was jetzt so in Zeiten von Corona eher so synchron, also Präsenz auf Zoom, nicht physische Präsenz und Online-Unterricht. Und diese Methode hilft uns dabei auch, die richtige Kombination von Technologie und Methoden zu schaffen. Wir können gern, das haben wir, bitten wir auch an der FAU, dass wir kurz solche Workshops durchführen, wo Sie
mit uns gemeinsam arbeiten. Man arbeitet in der traditionellen Methode tatsächlich in Präsenz. Jetzt in dieser Corona-Zeit ist es entsprechend auch möglich, online zu machen. Und das Ganze funktioniert so, dass das Lernen quasi in verschiedenen Bereichen aufgeteilt werden, bestimmt verschiedene Lernformen. Es gibt das Thema Wissenserwerb mittels Vermittlung, das Thema Kollaboration, das Thema Diskussion, dann die Lernform Untersuchung oder Forschen von bestimmten Themen, Problem lösen, das Thema Praxis, hier ganz klar, geht es ganz klar so, diese Transfer zu leisten zwischen Theorie und Praxis. Und dann gibt es noch die Möglichkeit der Produktion, der gemeinsamen Produktion von Inhalten, zum Beispiel ein Skript, ein Wiki, ein Film gemeinsam erstellen. Sie arbeiten tatsächlich mit diesen Kärtchen und überlegen anhand dieser Kärtchen, wie Sie Ihre Veranstaltung unterstützen können. Diese Kärtchen haben zwei Seiten, das hier ist die Vorderseite. Und dann gibt es in der Rückseite gibt's noch eine weitere Unterstützung. Es wird Ihnen aufgezeigt, was ist die traditionelle Methode, die Sie vielleicht kennen, und welche digitale Tools und Technologien und Methoden einfach Ihnen zur Verfügung stellen würden. Und Sie können dadurch ziemlich schnell einfach überlegen, wie könnte das funktionieren, was könnte ich einfach für mein Online-Konzept weitertragen. Genau, das so schaut ein Kärtchen einfach in Detail. Ich habe Ihnen schon gesagt, wenn Sie Interesse haben, können Sie uns kontaktieren. Hier noch zum Abschluss, und ich bin dann gleich fertig, ein kleines Beispiel, zum Beispiel das Thema Videoproduktion in der Lehrerbildung. Da könnte ich einfach, da starte ich meinen Workshop, indem ich mir überlege, wie will ich das Ganze haben, wie viel online, wie viel face-to-face, was ist die Kernbotschaft meiner Veranstaltung. Und dann kann ich entsprechend tatsächlich auf ein Papier, auf einen Tisch und wo anfangen, meine Kärtchen zu legen und zu überlegen, was ich tun will. Und am Ende kann ich nochmal überprüfen, wie viel online, wie viel face-to-face bin ich jetzt hier mit meinen Entscheidungen, was ich in dieser Veranstaltung machen will. Das, so würde dann mein Semesterplan aussehen. Ich habe die verschiedenen Formen und auf der Rückseite habe ich nochmal genau definiert, wie ich das machen will. In den Kärtchen arbeite ich, kreuze ich an, ich will das machen, ich kann noch kurz skizzieren, ich will eher eine summative Bewertung oder eine formative Bewertung, und schon habe ich einfach meine Veranstaltung organisiert. Genau. Ich glaube, das hier ist alles heute schon gesagt worden. Claudia Schmidt hatte das schon zu Anfang. Ich will das jetzt hier nicht wiederholen. Aber es ist wichtig, dass wir uns Tools, Methoden, Ideen einfach entwickeln für die Lehre, die uns auch in der Zukunft neue Perspektiven eröffnen können. Und was mir noch ganz wichtig wäre zu sagen, wir sind jetzt alle sehr froh, dass ein bisschen Präsenz geht, aber überlegen Sie überall in dem, was Sie tun, dass Sie so eine Art Backup-Lösung auch noch dabei haben, sollten wir doch irgendwann die Präsenz weniger machen können. Ja, das war's von meiner Seite. Dann vielen Dank.